Servus Leute, willkommen zurück zu einem ziemlich lauten Spiel. The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich komme gerade von einer ziemlich langen Aufnahmesession mit dem Final Level Gamer. Wir haben A Kiss for the Petals aufgenommen. Von 22 Uhr bis jetzt. Und jetzt ist es 3 Uhr 6 morgens. 5 Stunden. Pure Geilheit. Es war wieder so lustig. Wir haben uns abgekekst. Das ist der Hammer. Also auch die Leute, die eigentlich sich nicht für Novels interessieren, guckt euch A Kiss for the Petals an, weil das ist einfach so lustig. Wer dringend einen Lacher braucht, der muss da unbedingt vorbeischauen. Aber ich werde ja Twilight Princess heute noch hochladen. Also, wie gesagt, es ist 3 Uhr 7 morgens. Ich werde es heute noch hochladen. Ich werde heute auch den ersten Part von A Kiss for the Petals hochladen. Und oh, habe ich gute Laune gerade. Das fühlt sich toll an. Die letzten beiden Male war ich nicht so gut gelaunt. Bis ich dann das Spiel hier gespielt habe und dann war ich gut gelaunt, ja. Ich hatte auch meine Gründe, nicht gut gelaunt zu sein. Aber das ist egal, weil jetzt habe ich geile Laune. Und genau das braucht man jetzt. Gute Laune. Ja, die Musik hat sich geändert. Denn im letzten. Achso, ich bin runtergesprungen. Den letzten Part war da ein Affe. Da nämlich. Und weißt du was? Wir steigen mal auf Epona und schnappen uns diesen Affen. Nicht gegen den Baum, Pferdchen. Rückwärtsgang, danke. So, ein Affe ist nicht schneller als ein Pferd. Gibt's nicht. Ich habe noch keinen Affen gesehen, der so schnell rennen kann. Moment, da. Tara und Maro sind weg. Sie wollen diesen Affen jagen. Unglaublich, diese beiden. Kommst du da eigentlich noch mit? Ja, ich habe Epona. Natürlich komme ich mit. Oh, meine Stimme ist ziemlich im Eimer, weil ich bei Kiss for the Petals die ganze Zeit so, ja! So eine Stimme an den Tag gelegt habe. So, das geht mit der Zeit ziemlich auf die Stimme, glaubt's mir. Ich kann einen ziemlich schrillen Ton von mir geben. Moment, Moment. Früher konnte ich sogar einen noch schrilleren Ton von mir geben, aber das kann ich nicht mehr, leider. Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Such ihn, Link. Bitte such ihn, Link. Klar doch. Ich habe ein Schwert. Link fährt über eine Hängebrücke. Hoffentlich stürzt ihn nicht ein. Schneller! Ich stelle mir gerade vor, wenn Epona so schnell ist und man kann auch noch speeden mit den Sporen, dann wow. Dann muss die Gegend hier ja riesig sein. Naja, schauen wir mal, wie groß das Spiel wirklich ist. Fest steht, ich werde mir Zeit lassen mit diesem Spiel. Ah! Neues Gebiet. Lang. Oh, da geht's lang. Okay. So, muss ich die Karte erst noch entdecken. Schön. Ich glaube, ich gehe zurück. Da war böse Musik. Kann ich da rein? Nee, Pona kann da gar nicht rein, weil die Musik so böse ist. Lass mich gucken. Kann ich mit dir reden? Epona, bitte. Ah Mann, da muss ich es eben so. Da doch mit der Person. Der mit seiner Elvis-Frisur da. Ach, was no, na, typisch. Weißt du nicht, dass es selbst am Tag gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen? Hier gibt es jede Menge Höhlen und so, wo es auch tagsüber dunkel ist. Hier, nimm das. Eine Lampe! Danke.
Drück bei beleuchteter Lampe nochmal B, um Dinge zu entzünden. Stehst du, kannst du die Lampe mit A löschen. Um die Lampe zu entzünden, benötigst du natürlich Öl. Ich verkaufe hier Öl. Um meinen Umsatz zu steigern, verteile ich die Lampen zurzeit gratis. Wenn du Öl hast, spende dir die Lampe Licht. Außerdem kannst du auch Feuer mit ihr anzünden. Wirklich ein tolles Item. Versuch's doch einmal, unter den Topfern Feuer anzumachen. Ich habe kein Öl. Brauche ich dafür Geld? Unter diesem Topf Feuer anzumachen. Ah! B schwingst. Achso, darunter. Wo ist die Lampe? Ah, da. So. Nein. Verdammt. So. Siehst du, das Feuer ist dann. Scheiß. Ausgerechnet jetzt rutscht mein Headset. Da! Ah! Toll, nicht wahr, wenn einem das Headset verrutscht? Wieso man kann ein Liedchen davon zählen? Erzählen. So kannst du die Lampe jederzeit verwenden. Wenn dein Öl ausgeht, kannst du jederzeit bei mir Neues kaufen. Wie der auch noch guckt. So. Moment, die Lampe brennt. Ich will sie ausmachen. So. Da komme ich noch nicht durch. Auch wahrscheinlich Bomben oder so. Da komme ich nicht weiter. Nase juckt. Wahrscheinlich muss ich in diese eine Höhle da rein. Bei Pona bei dem hier zu lassen, ich weiß ja nicht. Ich hoffe, der isst kein Pferdefleisch. Vielleicht sollte ich in seine Bude gehen. Ah, die ist offen. Ja, aber es gibt hier nichts Interessantes. Seine Bude sieht ziemlich heruntergekommen aus, wie ein Saustall. Ja, wie ein gewaltiger Saustall. Ich will jetzt erstmal beim Typen Öl kaufen, im Ernst. Hey, wie sieht's mit Öl für die Lampe aus? Oder so. 20 Rubine. Nein, eine Flasche. Nein, danke. Viel Spaß mit der Lampe und wenn du kein Öl mehr hast, komm zu mir. In dieser dunklen Höhle dort wirst du jetzt hier von Nutzen sein. Danke, dass du mir das sagst. Wie ging das Schütteln? Wow, da muss ich ja. Muss ich das Teil ja ziemlich durch die Gegend wirbeln. Ich bin doch so ein bisschen feige, was das mit der Höhle angeht. Weil die Musik da gefällt mir gar nicht. Diese Musik. Weg zum Waldschrein. Im Wald ist es finster. Licht gibt's hier. Oh Mann. Ach! Hau es! Ja, schön, dass ich das. Auf mich zu beißen. Könntest du mich loslassen? Achso, das war die Musik. Deswegen, weil da eine böse Pflanze war. Achso. Ja, blöd, ne, dass ich die Nunchuck herumgewirbelt habe, wie verrückt, aber nichts ist passiert. Eine Route aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Nicht die Angel. So, Waldschrein. Ups. Kann ich da auch das Gras zerstören? Ja, kann ich.
mein Geld. Etwas schwer die Bedienung mit der Wiimote, aber naja. Dann gewöhne ich mich hoffentlich noch. Okay, Musik ist weg. Auf was ich auch sehr achten muss, ist die Musik. Alles klar. Hoffe, es ist kein größerer Tempel, sonst bekomme ich Probleme. Es lebt noch. Ich hau die eine rein. Alles klar. Darauf hat Final bestimmt schon lange gewartet. Die ersten Kampfszenen in dem Spiel. Ist er auch so unsichtbare Wände wie in Dark Souls? Wahrscheinlich nicht. Oh. Jetzt 50 Kämpfe. So viel? Munition verschleudert, danke. Ja, das mit der Wii, das will irgendwie bei mir nicht so ganz, weil die Wii-Mode ist ja nicht auf der gleichen Höhe, wie sich meine Hand befindet. Weil auf derselben Höhe würde ich weit über den Bildschirm hinausgucken, weil die Wii-Mode ist ein kleines bisschen drunter. Das nee, nicht, ich spinne nicht. Warum? Warum, um Gottes Namen, immer wieder spinnen? Scheiße. In Dark Souls auch schon. Das will mir gar nicht gefallen, was ich gehört habe. Scheiß Vieh. Vielleicht sollte ich auch versteckt mit der Schleuder rumrennen. Okay, das habe ich zumindest etwas kapiert. Also das Öl oder wie? Moment, bleibt das Feuer an? Das Geräusch nervt gerade volle Kanne. Ach du. Mist. Ist das hier dunkel? Wow. Ich habe kein Geld mehr, um Zeug zu kaufen. Hier ist auch schon wieder alles dunkel. Ich weiß nicht mal, wo es lang geht. Doch da. Ich muss leider rausgehen. Ich brauche Öl, sonst komme ich hier nicht weiter. Das Viech lebt schon wieder. Ich brauche keine Kerne, ich brauche Schotter. Gib mir Schotter, ihr Schlampen. Ich muss ins Casino. Ich habe doch heute so ein gutes Gefühl. Was ich bräuchte, einen ganzen Haufen Rubine. Zumindest weiß ich, wie die Stichattacke geht. Komm
Man merkt vielleicht, wie ich mit der Wiimote rumfuchtel. Hallo? Warum ist hier nichts drin? Ist hier gar nichts drin? Doch, doch, endlich. Oh Mann. So viel Sträucher wegen ein Rubin. Na gut, wegen zwei Rubine. Oh, während des Laufens, das war schön. Gibt's hier irgendwas zu farmen? Wahrscheinlich nicht. Ah, da war ja nur der Felsen, genau. Da war ja was. Ich hoffe, die Waffe kann nicht kaputt gehen, so wie in Dark Souls. Das ist auch ein Problem. Bin ich da hoch? Nee. Ja, war klar, dass das nicht geht. Kann das Gras nachwachsen? Vielleicht sollte ich die Vogelscheuche vernichten. Wie sehe sie? Lass Rubine fallen. Lässt offensichtlich nichts fallen. Aber was mache ich hier jetzt? Das ist jetzt nicht so geil. Hätte in den Schrein schon reingehen können, aber... Aber hab keine Rubine für Öl. Kann der mir nicht einen Rabatt oder so geben? Okay, so geht's auch. Ja, danke, ich bräuchte Rubine. Kann ich drüber springen? Da kann ich die Bohnen rufen, oder? Flitten. Nein. Oh, das ist jetzt schade. Ich wollte in dem Part was Spannendes machen, nicht Rubine fahren. Gibt's hier irgendwo was Geldmäßiges? Hier vielleicht? Wow, als ob ich unter Wasser wäre. Tralalalala. Toll. Jetzt schläft mir ein Fuß ein. Au, meine Schulter. Au, das tut weh. Ah, mein armer Nerv. Natürlich habe ich mich jetzt natürlich auf die kaputte Schulter gelehnt. Ah, scheiße. Es ist doof, wenn man Nerv angeklemmt hat. Oh Mann! Ich krieg keine Rubine zusammen für Öl.
Ey, die lassen auch gar nichts hier fallen. Oh nein, das respawnt wieder. Vielleicht ist der Gegner auch da. Ja, ist er. Aufheben. Achso, das ist ein Kopf. Ja, Kerne, danke. Ist das Licht noch da? Wahrscheinlich nicht mehr. Doch, das Licht ist noch da. Ah, hier kann man Rubine farmen. Hoffentlich. 20 brauche ich. Ja, Herzen, danke. Brauche ich jetzt nicht. Das heißt, ich muss da jetzt immer wieder reinlatschen. Moment, dann machen wir es eben so. Na, wenn das hier wirklich schon ein Dungeon ist. Dann, so. Werde ich den aber im nächsten Part so richtig loslegen. Dann werde ich diesen Part hier ausnahmsweise etwas kürzer halten. Dann werde ich jetzt nur die, na, sag schon. Die Rubine zusammensammeln für... ja, das Öl. Drei fehlen, komm, komm. Natürlich nicht. So, doof, dann habe ich in diesem Part gar nichts erreicht. Außer ein bisschen trainiert, aber das war's auch schon. Du sollst den Kopf nehmen. Achso, das sind schon. Weil wenn ich da jetzt reingehe... Ja, Herzen, danke. Genau das brauchen wir. Ich will ja 20 haben, das ist das Problem, was ich gerade habe. Oh, jetzt schon farmen im Spiel, jetzt schon. Aber muss leider sein, ohne Licht will ich mich da nicht reintrauen. So. Weg mit dem... Ich bin der Rasenmäher-Man. Ich bin der Lawnmover-Man, genau. So langsam werde ich müde. Ich meine, gut, es ist 3:30 Uhr morgens. Ist ganz klar, dass ich müde werden sollte. Aber trotzdem, ich will... Komm, 2 Rubine. Das ist doch wohl im Bereich des Möglichen, oder etwa nicht? Ja, ja, einer fehlt. Komm, Spiel, sei gnädig. Hallo. Ja, 2 Herzen, geil, das bringt mir gar nichts. Jetzt bräuchte ich noch eine. Ja! Geh nach rechts! Meine Wiimote ist kaputt. Mein Nunchuck vielmehr. Ich drück volle Kanne nach rechts. Ich mache jetzt gar nichts. Moment. Ich müsste mich irgendwo hinstellen, wo ich... Das ist scheiße. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht nach rechts laufen. Was ist denn das für ein Dreck jetzt?
Mann, nein. Nein. Ja, ich drück sowas von nach rechts, das glaubt man gar nicht. Das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt echt scheiße. Oh nein. Ich mach jetzt mal gar nichts. Ich leg jetzt die Wiimote weg. Seht ihr? Ich kann in die Hände klatschen. Ich kann sonst was mit beiden Händen auf den Tisch rumkloppen. Yeah, ich klatsche in die Hände. Ah, nein. Ich kann... Was ist jetzt kaputt? Ich kann nicht mehr speichern. Ja, nach oben kann ich, aber nach unten kann ich nicht, nach rechts kann ich nicht. Nach links auch nicht, wollte mich verarschen. Jetzt geht die Wiimote auch nicht mehr. Ah. Fuck, was mache ich denn da jetzt? Ja, das weiß ich, dass ich es ausgesteckt habe. Was glaubst du, warum? Die Ausblase, also keine Ahnung. Erstmal speichern. Ich hoffe, es geht wieder. Super Spiel. Was mache ich jetzt? Ah, ich hasse es. Ja, toll. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Jetzt lieber kurz stehen. Hä? Ich habe die Wiimote nicht in der Hand, wie ihr hört. Nee, ich mach Schluss. Das war der Legend of Zelda, Twilight Princess. Ich muss versuchen, das irgendwie in den Griff zu bekommen, weil ansonsten... Oh Mann. Gerade angefangen das Projekt und schon wieder sowas. Das... Ich bin echt verflucht, oder? Tschüss.